Name ist David Steinwender. Ich bin Bewohner der Gemeinde Hartberg Graz und einer der Mitorganisatoren der Harter Zukunftswochen. Mit den Harter Zukunftswochen haben wir uns gedacht, dass wir die verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit, der Zukunftsfähigkeit sichtbar zu machen, um aufmerksam darauf zu machen, dass wir jetzt handeln müssen, wenn wir noch eine lebenswerte Zukunft haben möchten. Zum Auftakt hatten wir einen Fachvortrag von Douglas Maraun, der über den aktuellen Stand des Weltklimas berichtet hat. Das daran liegt, dass die Menschen angefangen haben, Wälder abzuholzen, um Landwirtschaft zu betreiben. Und danach haben wir gemeinsam diskutiert mit Vertreterinnen der Gemeinde und der Klima- und Energiemodellregion, was das jetzt für die Region bedeutet und was wir jetzt tun müssen oder können, um die Klimawandelfolgen abzuschwächen. Zum Abschluss hat es dann noch ein gerettetes Lebensmittelbuffet gegeben, was uns der örtliche Spar zur Verfügung gestellt hat, um einfach auch aufzuzeigen, wie viel wird nur an einem Tag weggeschmissen. Im zweiten Programmpunkt haben wir versucht, das Thema nachhaltige Mobilität mit lokaler Versorgung zu verknüpfen. Das heißt, wir haben eine Radtour organisiert zu verschiedenen Direktvermarkterinnen der Gemeinde. Bei der Radtour zu Direktvermarktern sind wir zuerst vom Gemeindezentrum quasi an die Gemeindegrenze nach Raber gefahren zur Familie Hernert, die dort dann Kühlautomaten haben mit Gemüse und Säften und ein paar Milchprodukten. Danach haben wir uns Richtung Mostets Radweg begeben und sind dann dort Richtung Lasnitzhöhe bis zur Familie Meier gefahren, die einen Eierkühlschrank haben, wo es natürlich auch andere Produkte gibt. Dort sind wir auch mal kurz verköstigt worden mit Säften. Und dann sind wir zum Ortsteil Autal gefahren. Dort ist auch ein spannender Hofland, nämlich der Hofland der Familie Degen, die auch sehr viele Produkte aus dem Eigenanbau haben und uns auch irrsinnig nett empfangen haben. Also das hat mich sehr gefreut. Grundsätzlich Gemüse arbeiten, das muss man einfach eine Freude machen. Da muss man fast hineingeboren sein. Es kommen immer wieder Rückschläge durch die Witterung, aber das ist einfach so und es muss einem Spaß machen und es macht auch Spaß. Danach ist es zurück ins Gemeindezentrum gegangen, wo wir beim Bauernmarkt in Hartberg Graz unsere Reise beendet haben. Und da hat es noch einmal einen Workshop gegeben zum Fermentieren. Das heißt, wir haben eben aus saisonalem Gemüse, Kraut, Chinakohl etc. einfach es fermentiert oder so zubereitet, dass es nachher noch fermentieren kann. Das dritte Thema haben wir versucht, das Thema Bewegung und Natur zusammenzubringen. Das heißt, wir haben zusammen mit oder von der Berg- und Naturwacht organisiert eine naturkundliche Wanderung durch die Gemeinde gemacht, rauf auf den Lustbühl, wo wir dann gut verköstigt worden sind. Bei der naturkundlichen Wanderung hatten wir auch ein Quiz, was die Netti von der Berg- und Naturwacht vorbereitet hat, um einfach sich nicht nur berieseln zu lassen, sondern um einfach auch gezielt nach gewissen Dingen zu suchen, egal ob es jetzt da ein Igelhotel ist, ob es Vogelhäuser sind, ob es gewisse Baumarten sind. Das heißt, da haben wir versucht, eben auf die unterschiedlichsten Themen, die wir eigentlich in der Natur beobachten sollen oder für die wir oft den Blick verloren haben oder die Sensibilität verloren haben, wieder zu entdecken. Danach haben wir uns den Film angesehen, Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Und der Film ist eine sehr gute Inspirationsquelle in verschiedenen Bereichen, wenn man gemeinsam agiert. Und erst auch, wenn es viele tun, und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Punkte, dann machen immer mehr mit. Sagen wir, die Gruppe, die Gemeinschaft muss wachsen, um dann, dass Leute, dass Lebensstile sich ändern, eben, dass man nachhaltiger konsumiert, dass man nachhaltiger sich von A nach B bewegt und so weiter. Der Kostnix-Laden hat auch seine Türen und Pforten geöffnet für uns und bietet auch einige Workshops an, eben um auf das Thema Ressourcenverbrauch aufmerksam zu machen.
Und ich bin jetzt froh, dass wir wieder in der Gesellschaft so sind, dass die Sachen nicht mehr weggeschmissen werden, sondern dass wir Sachen weiterverwenden. Jeder kann kommen, jeder kann nehmen. Es ist kein Sozialprojekt, sondern ein Nachhaltigkeitsprojekt. Und ich arbeite unwahrscheinlich gerne hier mit und bin stolz, dass wir in der Gemeinde Hart so einen tollen Laden haben. Das trägt auch zum sozialen Miteinander bei, weil man einfach miteinander redet. Dieses Miteinanderreden oder dieses Flair, das ist eines der zentralen Dinge, die wir versuchen in Hart bei Graz anzustoßen. Über das hinaus, eben es gibt schon viel, über das hinaus, was es schon gibt. Jetzt sind wir beim Abschlussfest der Harter Zukunftswochen. Beim Abschlussfest hatten wir das Ziel, dass wir nicht in dem Sinn intern feiern, sondern alle Harterinnen einladen, vorbeizukommen, sich auch noch einmal anzusehen, was gibt es in Hart. Also wir haben die Freiwillige Feuerwehr dabei, die eine sehr wichtige Institution ist. Wir haben den Zivilschutzverband da, der Informationen gibt, um adäquat auf Hochwasser vorbereitet zu sein oder auch auf das Schreckgespenst eines Blackouts. Natürlich kein Fest ohne Verpflegung. Das heißt, wir haben auch den Harter Grillsportverein eingeladen, die für uns möglichst nachhaltige Grillereien serviert. Wir haben einen Radlcheck vom Fernitzer Radladen organisiert. Wir können mit Lastenrädern Probe fahren. Das heißt eben, man braucht nicht immer ein Auto, man kann auch ein Lastenrad haben. Und wenn man mal auf den Berg rauf muss, dann nimmt man sie ans mit einem E-Antrieb. Wir haben auch eben über die Stierwehr Vitalis die Naturküche dabei, die einen Workshop zum Thema Wildkräuter macht und was man eigentlich mit Lebensmitteln in der Natur alles machen kann. Das heißt, wir haben sowohl Informationen, wir haben Personen da, die eine sehr wichtige Rolle für nachhaltiger, für Zukunft spielen. Und das in einer lockeren Atmosphäre. Die Harter Zukunftswochen sollen inspirieren, dass wir gemeinsam etwas für die Zukunft tun können und dass es Spaß macht.